Wie behandelst du dich selbst? Wie fühlst du dich, wenn du alleine in deinen eigenen vier Wänden eingeschlossen bist und kein Mensch dir einen Tag lang zuschaut? Wie sehr kommst du mit dir selber, kannst du dich mit dir selbst beschäftigen, ohne dass die Mühle anschmeißt und du das Gefühl hast, so mein ganzes Leben ergibt keinen Sinn? Kennt ihr Leute, die ganze im Außen permanent von einem Termin zum nächsten jagen und sich ständig beweisen müssen? Kennt ihr die? Sehr, sehr häufiges Indiz dafür, um bloß nicht irgendwie jetzt eine Minute Ruhe zu haben, weil dann könnte ich anfangen zu denken und das mögen sehr, sehr viele Menschen nicht. Und deswegen dieses Ersatzbefriedigung im Außen, permanent machen, 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 funktionieren. Frauen sehr, sehr häufig Handtaschen, Shoppen, Schuhe. Ich brauche so viele Schuhe. Männer, Fußball, Bierchen auf der Couch, all diese ganzen Sachen. Gerald Hüther, unser führender Gehirnforscher, sagt, keine Sau würde sich für Handtaschen und Fußball interessieren, wenn wir liebevoll und wertschätzend miteinander umgehen würden. Und das heißt, eigentlich ist dieser Lebensbereich, man kann ihn auch nennen Einstellung, ich nenne ihn auch sehr, sehr häufig spirituelles Bewusstsein. Mach mir mal Bewusstsein, das passt sehr gut. Weil wenn ein Mensch sich überhaupt nicht bewusst ist, was er auf diesem Erdball tut, also vielleicht ein praktischer Satz dazu, sind wir menschliche Wesen, die hier auf der Erde spirituelle Erfahrungen machen, oder sind wir viel, viel eher spirituelle Wesen, die auf der Erde menschliche Erfahrungen machen? Und ich glaube, also jetzt in meinem Job durfte ich sehr, sehr vielen Genies, ja, deren Wege verfolgen, wie haben sie getickt, wie haben die gelebt und was ich immer wieder festgestellt habe, dieser Lebensbereich persönliches Glück, dieses Bewusstsein war sehr, sehr stark ausgeprägt. Das war nicht mehr dieses Ego-Bewusstsein, ich hole mir jetzt was vom Stück vom Kuchen, sondern ich bin hier nur auf einer Durchreise und ich darf diesen Planeten am Ende mit leeren Händen hinterlassen, so wie ich den vorgefunden habe. Und nicht permanent in dieses Ego gehen und sagen, größer, weiter, mehr für mich. Okay, das ist das, was Jim Carrey halt meinte. Also der Jim Carrey kennt ihr, ne? Comedian, die Maske, Truman Show, Bruce Allmächtig, sagten viele, eine der Top 3, lange Zeit der beste oder der bestbezahlteste Comedian der Welt, der mit Wenmobil mit seiner Familie nach Hollywood zog und dort seinen größten Wunsch hatte, Traum hatte, ein Hollywood-Schauspieler zu werden. Und lange Zeit funktionierte das nicht. Und irgendwann ist tatsächlich da ein Film explodiert und durch die Decke gegangen. Und dann hat er noch einen Film gedreht und seitdem war er nicht mehr von Hollywood zu verdrängen. Ist dann als gestandener Comedian in Hollywood etabliert. Und dann hat er all diese Dinge sich entsprechend kaufen können. Materielles Gut ohne Ende, also finanziell auch, wird dieses Leben nicht mehr ausgeben können. Um das Bewusstsein dann zu erlangen, das ist das, was er heute jetzt im Nachhinein sagt, scheinbar musste ich all diese Dinge im Außen, nachdem die Menschen so sehr streben, erreichen, um zu merken, dass das alles kein glücklich macht. Zitat Jim Carrey, ich wünschte, jeder Mensch würde eines Tages reich und berühmt werden, um zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Wie schön, dass du bis zum Ende geschaut hast. Zwei kurze Dinge. Damit du auch weiterhin von diesem spannenden Erfolgswissen profitierst, kannst du hier den Kanal abonnieren und bekommst einen nagelneuen Videokurs im Wert von 99 Euro passend zu diesem Thema von mir als Geschenk hier. Der Erfolg ist in dir, dein Maxim Mankiewicz.